Im nördlichen Baden-Württemberg, mitten im Dreieck Karlsruhe, Heilbronn und Stuttgart, liegt die Stadt Sachsenheim. In der Nähe des idyllischen Kirbachtals, umgeben von Wald, Weinbergen und dem Naturpark Stromberg-Heuchelberg, bietet Sachsenheim ein einzigartiges Zuhause. Die Stadt hat im Moment etwa 18.000 Einwohner, besteht aus 6 Stadtteilen. Größter Stadtteil ist Großsachsenheim, hier mit 9.000 Einwohnern. Das Ganze geht dann ins Kirbachtal rein. Kleinster Stadtteil im Moment ist Spielberg mit etwa 320 Einwohnern. Also man kann hier alles erleben, von dem doch eher städtisch geprägten Großsachsenheim bis zum doch sehr ländlichen Spielberg. Großsachsenheim, Kleinsachsenheim, Hohenhaslach, Spielberg, Ochsenbach und Häfnerhaslach, diese Stadtteile bilden Sachsenheim. Jeder Teilort hat seinen ganz eigenen Charakter und seine eigene Identität. Alle 6 zusammen bilden mit ihren historischen Fachwerkgebäuden, ihren heimeligen Gassen, den urigen Gaststätten, aber auch den Kindergärten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten die perfekte Mischung aus städtischem und ländlichem Flair. Das macht Sachsenheim so einmalig. Eng mit der Geschichte Sachsenheims verbunden ist der Weinbau, der hier eine lange Tradition hat. 2 Weingärtnergenossenschaften und zahlreiche Selbstvermarkter bewirtschaften etwa 300 Hektar Rebflächen. Der Weinbau trägt dazu bei, dass Sachsenheim wirtschaftlich und kulinarisch viel zu bieten hat. Zum guten Wein gehört auch gutes Wasser. Da ist es ein Glücksfall, dass eines der kalziumreichsten Mineralwasser Europas seinen Ursprung im Sachsenheimer Stadtteil Spielberg hat. Doch Mineralwasser ist nur eines der Produkte, die in Sachsenheim produziert werden. Wir haben mehrere Gewerbegebiete. Wir haben ein interkommunales Gewerbegebiet im Eichwald. Wir haben aber auch viele Handwerker hier. Also es wird Geld verdient. Klassisch ist Sachsenheim am äußersten Speckgürtel der Region Stuttgart gelegen und daher auch vom Maschinenbau geprägt. Man hat eigentlich alles, was man braucht hier zum Leben. Man hat einen Arbeitsplatz, man kann hier einkaufen. Alles ist bestens da. Nach der Arbeit ab ins Freizeitvergnügen. Von den rund 5.200 Hektar Stadtgebiet sind etwa die Hälfte Waldgebiete und Teil des Naturparks Stromberg-Heuchelberg. Der Naherholungswert ist dementsprechend hoch. Weitläufige Rad- und Wanderwege zwischen Weinbergen, bewaldeten Höhenzügen oder herrlichen Streuobstwiesen locken jedes Jahr zahlreiche Gäste nach Sachsenheim. Dazu bieten alle Sachsenheimer Stadtteile ein großes Angebot an Festen und kulturellen Veranstaltungen. Wer sich für Sachsenheim entscheidet, der hat immer 6 richtige. Großsachsenheim, Kleinsachsenheim, Hohenhaslach, Spielberg, Ochsenbach und Häfnerhaslach.